Israel hat jedes Recht, sich selbst zu verteidigen und seine Existenz zu sichern. Die Terrororganisation Hamas darf ihr erklärtes Ziel, und das dürfen wir ja nicht vergessen, die Terrororganisation Hamas darf ihr erklärtes Ziel, nämlich die Auslöschung Israels, dieses Ziel darf sie nie erreichen. Und dieser Kampf, ja, betrifft auch Zivilisten im Gazastreifen. Vorkehrungen, Zivilisten im Gazastreifen zu schonen, sind und sind weiterhin notwendig. Hinzu kommt die Versorgung mit dem Lebensnotwendigsten. Das verlangt das humanitäre Völkerrecht. Und deshalb ist es gut, dass die vereinbarten Feuerpausen jetzt genutzt werden, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit humanitären Hilfsgütern zu versorgen. Deutschland, Herr Präsident, das wissen Sie, setzt sich zusammen mit Partnern für ein friedliches Zusammenleben in dieser Region ein. Das scheint weg, weit weg in diesen Tagen des Terrors und des Kampfes gegen den Terror. Auf lange Sicht wird dieses friedliche Zusammenleben, glaube ich, nur gelingen, wenn Politik sich dabei von zwei Prinzipien leiten lässt. Erstens, mehr Sicherheit für Israel und zweitens, mehr Zukunftsperspektive für die Palästinenser. Dass wir den Weg zur Zwei-Staaten-Lösung weiterhin für den besten Weg halten, das wissen Sie. Und ich glaube, wir alle müssen miteinander hoffen, dass wir irgendwann wieder Zeiten erleben, in denen auch über solche Perspektiven wieder geredet werden kann.